Nach der Jagd. Ohne Füße. Ein Glas kann man von nach unten. Von unten wie du siehst. Und hat das Hinterrad Der ist super durchgekommen. Da war aber sehr viel Technik drin. Wir werden diese Sieger ein bisschen schneller durchführen. Machen wir nicht so spannend, damit wir dann sehr schön die deutsche Meisterschaftsehrung machen können. Wir beginnen heute bei der Klasse Schüler N. Sechster Platz für Michael Schott, RV Gärtringen, Wildberg-Sulz. Auch er hat... Und der Platz 1 geht nach Schaffhausen, Thomas Moos mit 37 Punkten. Und jetzt kommen wir zum deutschen Meister der Schülerklasse, Andreas Knapp, MSC Ziegenhausen, 37 Punkte. So, Fotografen, alle bereit? Okay. Dankeschön. Die Silbermedaille gewinnt Kevin Eberhardt, RV Gärtringen Sulz mit 32 Punkten. Sammy, deutscher Vizemeister in der Jugendklasse. Anheim mit 40 Punkten, deutscher Jugendmeister. Thank you.
gewinnt Christian Weber, deutscher Jugendmeister, MSC Ziegelhausen, 40 Punkte. Platz 4, Raimund Raschkowski, LRG Osnabrück mit 26 Punkten. Platz 3, Arndt Röhm. Es geht in die Medaillen. Die Bronzemedaille Arndt Röhm, Alpha Gattringen mit 32 Punkten. Die Silbermedaille gewinnt Michael Mesig, RSG Tübingen mit 32 Punkten. Und die Goldmedaille und somit deutscher Meister in der Amateurklasse Stefan Schlie, RAG Osnabrück, 20 Punkte. So, die deutschen Meister von allen Klassen nochmal bitte hierher. Ja. Die erstplatzierten Junioren, Schüler, Jugend, bitte hierher kommen. So, jetzt was. Und jetzt werden wir diese drei Fahrer noch von den anderen Klassen dazustellen. Komplett und der Volkmar wird versuchen, dann diese zweite Lauf zur MTB Trallmann.